So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Mario Maker 2. Die Testaufnahme war erfolgreich. Bevor wir uns um das Schneemann-Level von Twix kümmern, möchte ich mir erst ein Level angucken von dem lieben Le Dark Shadow, der geschrieben hat, er hat sein erstes Level veröffentlicht. Es ist nicht so schwer und nicht so lange, aber ich habe mir Mühe gegeben. Das heißt, wir müssen einmal hier schnell eine ID eingeben. 4G7 BCG und LJF. So. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Glaziologie. Erbarmungsloser Überlebenskampf in der Kälte. 24 Versuche, kein Abschluss. Nicht zu schwer, nicht zu lang. Ich bin gespannt. Hier heißt er offensichtlich Schrambus. Dann. Ich kann ihm gar nicht. Achso, so muss ich das machen. So kann ich ihm folgen. Zack. Hat er in der Zwischenzeit schon was Neues hochgeladen? Nein. Okay. Also, das ist das Level. Gucken wir uns mal an. Ich bin gespannt, warum da 0% stehen. Vielleicht haben es noch nicht so viele gespielt. Das kann ja sein. Es waren 24 Versuche, aber ich habe nicht gesehen, wie viele Personen, habe jetzt nicht drauf geachtet, das versucht haben. So, da fällt erstmal gleich was runter. Das fällt auch runter, wenn ich es ordentlich antriggere. Okay. Schauen wir mal. Ach du grüne Neune. da muss ich mich drauf vorbereiten, mental. Oh Gott, wie komme ich... Ah, ich habe was gesehen. Ich habe was gesehen, was mir helfen wird, hoffentlich. Du! Okay, so nicht. So nicht, aber der könnte mir helfen. Die Wolke da wäre überlebensnotwendig. Und wenn ich hier einfach schnell durchziehe, müsste das auch funktionieren. Jawohl. Das ist doch schon mal gut. So, wenn ich den mitnehme, perfekt, haben wir hier nicht... Oh mein Gott! Das war ja frech. Okay. Das war ja frech. So, ach ja, den kann ich ja gar nicht. Guck mal, er will auch einen Schneemann bauen anscheinend. Den sehe ich. Okay, okay, und das war's. Okay. Okay. Freches Level. Freches Level, aber tatsächlich sehr kurz. Das stimmt. Aber warum hat das... Wie viele hatten das jetzt ausprobiert? 6 Leute haben das ausprobiert und keiner... Haben die alle bei den Bloopern gesagt, nö, ciao, keine Lust? What? Was ist das? Moment. Hä, wieso kann ich nicht? Ach, der Home-Knopf ist das, ne? Ja, der Home-Knopf ist das. Was soll... Was? Ich verstehe das Zeichen nicht. Okay, egal. So, jetzt haben wir eine andere Abschlussrate, die schon eher relevant für den Kurs ist. So, aber für ein kurzes Level, kurz und knackig, trifft es hier einfach mal wirklich sehr gut. Haben wir das auch schon geschafft. Okay, dann bauen wir jetzt mal einen Schneemann. Aber erstmal aktualisieren wir. Und das ist tatsächlich das Allerneueste. Das heißt, hier 5 Minuten 5. Tracks indicate hidden blocks on off blocks places where to hit the enemies. Ha. Huh. Ich bin gespannt, was passiert. So, Moment, ich muss mal ganz kurz hier. Jetzt. OBS wieder aufmachen. Hatte ich gerade aus irgendeinem Grund das Fenster... Ah ja, es ist rutschig, natürlich. Gut, also was will ich tun? Ich will da auf den Schneeball hüpfen, wo die Blöcke dann sind, oder was? Dann muss ich auch hier... Ach so! Ah, ich wollte mich jetzt schon... Ich wollte schon sagen, da muss ich ja dann den Peach-Jump machen. Nein, der Schneeball macht den Peach-Jump für mich. Siehst du, soweit habe ich wieder nicht gedacht. Ja, oder ich mache ihn dann doch selber. Mist. Ah ja, verstanden. Verstanden. Oh boy.
Okay. So, und dann muss ich darüber kommen. Also ein bisschen mehr Schwung. Die scheinen aber wieder zurückzufahren, die Blöcke. Ich glaube, die fahren da nicht weiter. Ich glaube, da kann ich ein bisschen chillen kurz. Oh boy. Ach so, ich kann ja am Anfang noch den hier machen. Solange wir noch keinen Checkpoint ausgelöst haben, kann ich das ja so machen. Oh mein Gott. Übrigens, gestern nach der Aufnahme hat es mich einfach komplett zerlegt. Ich glaube, das war keine gute Idee, mit Carter aufzunehmen. Ne, in der Aufnahme ging es ja noch, aber danach war ich einfach komplett... Dann habe ich mich hingelegt und bis, keine Ahnung, 9 Uhr oder so geschlafen. Dann war ich kurz spazieren. Dann habe ich mich nochmal... Ach, verdammt nochmal. Kurz an den Laptop gesetzt, bisschen was getwittert und festgestellt, war eine schlechte Idee. Und dann bin ich sehr unproduktiv ins Bett gegangen. Also es war kein guter Tag gestern. Das Produktivste waren die 30 Minuten Aufnahme. Super. So. Ach, komm schon. Und die Ferien neigen sich wieder dem Ende. Das hier dürfte die letzte Aufnahmesession hier mit gutem Internet sein. Das heißt, Multi hat sich dann schon wieder erledigt. Bis zu den nächsten Ferien wahrscheinlich oder so. Keine Ahnung. Muss ich mal gucken. So, kommen wir jetzt hier endlich mal weiter. Oh boy. Ach, dieses Rutschige, ne? Ich habe jetzt schon wieder das, worüber ich die ganze Zeit meckern werde, weil es rutschig ist. Aber klar, es ist ein Schneelevel, da muss es halt rutschig sein. Ach, trotzdem, ich hasse diese Physik. Stopp! So, jetzt stopp und hier weiter. Oh, hätte ich da... Oh no. Da muss ich ein bisschen warten. Ich hätte den ja nicht sofort auslösen müssen. Na, das war ja mein Fehler. Ja, tschüss. Und sobald ich unter den Track komme, sind da wahrscheinlich versteckte Blöcke. Das ist das, was er wahrscheinlich meinte mit Tracks indicate hidden blocks. Das heißt, ich muss über die Kugel kommen und dann... Ja, genau das. Sonst sind da Blöcke und ich komme nicht drüber. Okay. Ich darf also nicht unter die Tracks kommen. Das heißt, es wäre nicht mal gegangen, das hier selber zu machen mit dem Peach-Jump. Von der Höhe her sowieso nicht, aber auch schon von den Tracks her nicht. Oh boy. Die Tracks sind praktisch die Todeszone. Badam, 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 badam. Ach, was ist denn da oben? Da war irgendwas oben links. Aber da kommt man, glaube ich, nicht hoch. Kann ich das nochmal sehen? Ach, ist das wahrscheinlich... Wahrscheinlich ist es nur Deko. Oder ist hier irgendwas am Anfang? Kann ich hier irgendwo eine Abkürzung gehen? Nee. Das wäre jetzt auch komisch gewesen. Vielleicht für später, dass man da irgendwie hochkommt oder so. Na, oh, ich bin viel zu lang. Ich muss direkt weiter. Ich muss wirklich direkt weiter. Ich bin da viel zu langsam. So, hier kann ich ein bisschen warten, ein bisschen chillen. Ja, ich muss das so... Aber da oben ist tatsächlich irgendwas. Aber da geht es dann da oben weiter. Das ist einfach nach oben gebaut. Ist nichts Geheimes. Da kommen wir automatisch noch hin. Heißt aber auch, wir können wieder runterfallen. Bäh. Nein, ich habe wieder gewartet. Ach, ich darf echt nicht warten. Ne, es fühlt sich so langsam an, aber das Ding ist richtig fix. Und bis ich losgesprungen bin, wegen der Schneephysik... Eieieiei. Badam,
Badam, badam, badam. Ja, wirklich sofort weiter und jetzt geht's nach oben. Siehst du? Habe ich schon mich ein bisschen vorgespoilt. Oh mein Gott. Und dann? Hä? Bin ich gerade durch die Kugel durchgefallen, weil er sie dann in die andere Richtung geschossen hat? Ist das gerade... Habe ich das gerade richtig gesehen? Ist genau das gerade passiert? Oh. Ich habe doch die Kugel... Oder musste die erst werfen und der hatte sie noch in der Hand und deswegen zählte das... Das war ganz merkwürdig. Oder ich bin einfach schon wieder blind. Aber das war gerade richtig merkwürdig. Nein, ich... Jetzt bin ich an dem blöden Block hängen geblieben, der nach oben... Oh! Nein! Da wollte ich nicht hin. Was steht hier eigentlich? Ah, verdammt. Wir werden es nicht erfahren. Noch nicht. Bin mir nicht sicher, ob ich den Schneemann bauen will, Twakes. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin schon wieder hängen geblieben. Ich muss vorher springen? Hä? Das habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Wahrscheinlich habe ich den auf der falschen Stelle losgeschickt. Auch interessant. Ach. Warum brauche ich denn so lange, bis ich sowas erlerne, Mensch? Ich meine, wie lange spiele ich das Spiel jetzt schon? Ich bin immer noch furchtbar schlecht. Ah, das gibt's doch nicht. Ich habe einfach keinen Lerneffekt. Das ist so, ne? Das ist so. Andere Leute spielen was und werden mit der Zeit besser. Aber ich, bei mir fühlt sich das nicht so an. Vielleicht sehe ich es aber auch einfach nur falsch. Keine Ahnung. So. Ja, auf ihn drauf darf ich ja aber... Ich muss auf die Schneekugel, aber die Schneekugel wird, ist durchlässig eine Zeit lang, bis er die auslöst oder was. Jetzt warten wir eine Runde. Da warten wir jetzt lieber eine Runde. Ich meine, die Zeit habe ich ja. Das ist ja nicht das... Wofür warte ich überhaupt? Ich hätte auch gleich neu starten können. Ah! Plop, plop. Hopp. So. Es geht ja, es ist ja nicht schwierig, ne? Versteht mich nicht falsch. Das Level ist nicht schwierig. Ich stelle mich nur an. Ach so, selbst wenn ich runterfalle, ist ja vorbei, weil ja die Schneekugel weg ist. Das heißt, es ist auch schon wieder ein alles oder nichts Sprung. Dann nützt es mir ja gar nichts runterzufallen. Dann hätte man auch gleich Stacheln hinsetzen können. Dann wäre es dem Spieler nämlich gleich klar. Gut, dem klugen Spieler ist es auch so klar. Ah! Jetzt hat es funktioniert. Gib mir Check. Ah, danke schön. Braver Twakes.
Die ist jetzt zu niedrig. Nein, sie passt. Warum ist da eine Tür? Dass ich sehe, was da kommt oder was? Was ist denn das? Oder ist es Reset? Ah. Ah. Das kann ich aber dann ja von hier oben auch machen, ne? Zu bald! Okay, aber das geht klar. Die Stelle geht schon mal klar. Also bis dahin geht's klar. Nicht gleich am Anfang so schlimmes Zeug wie gerade eben. Sondern sehr angenehme Sprünge erstmal. Gut, da muss man jetzt ein bisschen warten. Das wird mich ein paar Mal ungeduldig stimmen. Aber das passt. Ja. Oh, nein, nein, nein. Das darf ich aber nicht. Oh, oh, ich werde neu starten. Irgendwann werde ich neu. Oh, Mist. Ich habe jetzt schon wieder diesen Neustart-Trigger. Oh nein. Irgendwann werde ich neu starten. Versehentlich. Eigentlich könnte ich doch jetzt schon drauf. Warum warte ich denn so lange? Aber es geht. Es ist hoch genug. Das ist nicht das Problem. So, und hier kann ich ein bisschen warten. Es war... Doch, war okay. So, jetzt ist hier wieder wahrscheinlich ein Resetor, um zu gucken, wo es weitergeht oder wie. Ja, ich kann mir das anschauen. Ah, das heißt aber auch, wenn ich das faile jetzt, kann ich das resetten. Das ist cool. Vielen Dank dafür. Plötzlich kann er wieder freundlich bauen. So. Wenn ich natürlich in den Stacheln sterbe, ist nichts mit Reset. Okay, so ist auch nichts. Nice. So. Das war aber ein echt kurzer Abschnitt für den Checkpoint. Aber gut, dass er da ist. Uff. Uff. Aber gut, dass er da ist. Meine Herren. Mach ich denn für einen Blödsinn? Aber hat er damit nicht schon alle seine Checkpoints verbraten? Ach was. Mach ich denn manchmal für einen Schmarrn? Also die Sprünge sind halt gerade echt nicht schwierig. Und die, oh. Könnte mich aufregen. Also über mich. Das Level ist echt okay. Ich sag's nochmal. Das Level ist vollkommen in Ordnung. Da ist nix Unfaires. Oh boy! Oh, der muss getimed sein. Okay. Aber wo kommt der denn her? Ist das... Nee, der kann das ja... Der ist das! Ach, der prallt nochmal ab. Dann kann ich... Habe ich zwei Möglichkeiten, da drauf zu kommen. Einmal... Okay. Das ist cool. Dann sollte das ja eigentlich funktionieren. Dann muss ich das auch gar nicht so gut timen, weil ich habe zwei Möglichkeiten. Einmal, wenn ich runtergehe. Und ja, das haut hin. Okay, das haut hin. Und dann ist da drüben aber nochmal ein blauer Block. Aber da ist ja gar nichts in der Luft. Vielleicht kommt da noch irgendwas, was ich noch nicht sehe. Bin halt zu dumm zum Springen. Ach, komm schon. Hä? Ist die Schneeballkugel wieder kaputt gegangen, bevor ich drauf bin? Nein! Ach, SMB-Physik. Don't make me sad, please. So war das jetzt auch nicht gedacht. Los jetzt hier. Na, so nicht. Oh ne, so auch nicht. Meh. So, jetzt schaffen wir endlich mal diesen Sprung hier.
Ich könnte eigentlich echt noch ein bisschen warten. Ich könnte warten, bis er abprallt. Ich muss mich da nicht hetzen. Je nachdem, wie die Kugel halt kommt, muss ich mich eigentlich nicht hetzen. Ja. Ja, und jetzt? Ach, da kommt... Heißt die drei Leben, dass da schon das Ziel kommt? Das wäre ja sick. Dann hätten wir ja sogar noch Zeit für ein anderes Level. Ah! Nein! Na, wobei wir schon bei 20 Minuten sind. Bis ich dann auch nochmal nach hinten komme, dauert schon nochmal ein bisschen. So optimistisch will ich... Oh. So optimistisch will ich da gar nicht sein. Harren wir der Dinge. Wobei ihr müsst harren und ich muss spielen. Ja. Warum springt der denn manchmal? Vom Rand abspringen ist einfach nicht meine Spezialität, habe ich den Eindruck. Noch dazu, wenn es so rutschig ist, keine Ahnung. Irgendwas mache ich da grundlegend. Okay, so, wirf deinen Mist. Nein! Da ist wirklich das Ziel. Guckt ihr, seht ihr die grüne, habt ihr die grüne, den grüne Randung, die grüne Stange ganz rechts gesehen? Sehr gut. Dann ist es ja wirklich super kurz, das Level. Nein! Da war ich zu langsam. Da ist es ja wirklich super kurz, das Level. Bin ich da noch in den 5 Minuten drin, was der Weltrekord? Ich glaube nicht. Ich glaube, da war ich schon wieder viel zu langsam jetzt. Ja. Da war ich schon wieder viel zu langsam. Aber könnte man schlagen, den Weltrekord? Der aktuelle Weltrekord. Ach! Come on. Mache ich aber nicht, weil dann muss ich alles nochmal spielen. Ich auch keinen Nerv für. So, jetzt komm. Und jetzt. Ab dafür. Oh, ich hatte mich schon nochmal runterfallen sehen. Puh. Da geht wieder eine Erleichterung. Um. Eieiei. Oh, es war aber gar nicht so unknapp. Ein bisschen eher, wenn ich es geschafft hätte. Ah, schade. Schade. Jetzt können wir aber gucken, was der Kollege geschrieben hat. Ah ja. So, nochmal kurz aktualisieren. Und wenn nichts da ist, machen wir noch ein bisschen Multi, weil noch können wir es. Halt, ist hier schon wieder was Neues? Nope. Wird aber nicht mehr lang dauern. Dann kommt da auch die nächste Katastrophe. Achso, ich muss sowieso noch einen Part aufnehmen, sonst wird es zu knapp. Das ist jetzt der Part für Sonntag. Doch für Montag sollte ich einen voraufnehmen. Für Dienstag vielleicht auch. Dann ist schon wieder Schule. Komme ich Dienstag zum Aufnehmen, ist die Frage. Wahrscheinlich nicht. Ah, ihr werdet sehen. Wenn mal wieder keine Folgen kommen nach den Ferien, dann wisst ihr Bescheid. So, bisher leckt's nicht. Ah, ich wollte drüber springen. Oh boy. Sehe eine Sonne, da hole ich mir lieber den Pilz. Ganz ehrlich. Oh. Checkpoint. Okay, den nehme ich mit. Und da ist die invertierte Pyramide. Das ist aber nett, dass du mir eine Blume... Ja, da, die zweite hätte ich dir schon gegönnt. Da kann ich jetzt nichts dafür. Aber ich meine, wir spielen eh Konkurrenz. Don't mind me. Taking your flower. Oh, die braucht mich aber auch... Oh boy, jetzt habe ich sie nicht mehr. Aber schnell hier durch einfach. Schnell hier raus. Zum nächsten Checkpoint. Nice. Leider kein Progressive Item. Aber es geht wieder nach draußen. Und wir sind oben.
Den muss ich doch gar nicht besiegen. Lul! Den muss ich doch gar nicht besiegen. Wozu? Wozu? Da muss ich nur dran vorbei. Nice. Multitechnisch kann man es anbieten, ne? Es war nichts dabei, was einen aufgehalten hätte. War nichts dabei, was unfair gewesen wäre. Es war multitechnisch ein schönes Level. Na, das läuft doch hier. Plopp. Dann machen wir im nächsten Part einfach auch noch ein bisschen Multi. Na, dann machen wir jetzt kurz noch ein bisschen Multi, bis die halbe Stunde voll ist. Und dann machen wir im nächsten Part noch mal ein bisschen Multi. Alles andere kann ich dann auch wieder... in meiner Wohnung machen. Mit schlechtem Internet. Ah. 4-Player-Shoebase. Also, das ist offiziell, nicht offiziell, aber das ist gedacht als Multilevel. Ich bin gespannt, wie gut es umgesetzt ist. Gut, irgendjemand hat jetzt keinen Schuh. Ja, ich... Ha! Scheiße! F! Irgendjemand hat jetzt keinen Schuh. Nein! Wie habe ich das denn geschafft? Lost... Lost. Komplett lost. Oh nein, das wäre so ein cooles Multilevel, ne? Oh, so ein Mist. What? Ah! Hä, geht's jetzt die gleiche Runde nochmal? Was ist passiert? Oder ist jetzt irgendwas an... Hä? Fährt man hier mehrere Laps oder was? Das ist jetzt die gleiche Runde nochmal. Na, die sind schon wieder alle bei der Röhre. Ja, leck mich doch fett. Aber, hä? Ich habe keinen Schlüssel. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, okay. Das wäre aber ein super cool... Also das ist ein super cooles Multilevel. Ich habe nicht ganz verstanden, wie es funktioniert. Weil man ja anscheinend nochmal die gleiche Runde fährt. Und dann irgendwo einen Schlüssel her plötzlich bekommt. Keine Ahnung, wo der Schlüssel herkommt. Aber... multitechnisch ist das cool. Wenn man am Anfang den Schuh mitnimmt. Irgendeiner hat keinen Schuh. Aha. Blöd kann man halt auch sein. Eieiei. Ich denke, ich würde sagen, wir schließen mal den Part ab und machen beim nächsten Mal mit mehr Multi weiter. Danke fürs Zuschauen und tschüss.